Wobei das nur eins von vielen Dingen ist, die gerade anstehen. Und ich merke jetzt schon wieder, dass davon zu viel zwischen den Fingern entgleiten wird. Ich bin nämlich auch dabei, die Anlage hier noch aufzubauen. Dafür wollte ich Ressourcen sammeln. Das haben wir teilweise getan, aber wir brauchen noch mehr. Also brauchen wir noch einen Roboport und mindestens einen Roboport für die Steinkiste oben links. Wir brauchen noch. Oh, arme Botbots. Hier, ich bleib stehen. So. Wir brauchen noch mindestens eins für die linke Seite, damit das hier auch angeschlossen ist. Also nicht das hier direkt, sondern irgendwas anderes. Im Westen war auch nicht angeschlossen. Ich weiß nicht mehr was. Wir brauchen noch die Liquefier. Davon haben wir bestimmt welche in der Kiste. Bei den anderen Sachen bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Washing Plants haben wir keine mehr. Das heißt, davon bräuchten wir auch mehr. Dafür bräuchten wir Stahl, Stahl und Stahl. Ich denke mal, ich erhöhe das hier mal auf 400 und auch die hier auf 600 und 400. Auch wenn es momentan schwer wird zu erreichen. Trotzdem. So. Die Forschung macht gerade wieder gar nichts. Das ist dann aber halt so. Botbots wollen auch nicht, weil wir hier wahrscheinlich noch. Ey, lass mich durch. Weil wahrscheinlich hier immer noch nicht im Einflussbereich sind. Dann hole ich mir halt von Hand den Stahl. Ja, Kupfer. Messing habe ich noch hier. Stahl. Dich wieder zurück. In den Kommentaren wurde was mit Eisen erwähnt, dass hier noch was zu optimieren wäre. Ja, es wird bestimmt die Variante gemeint sein mit der Ore Sorting Facility MK4. Aber das sollte ich erst angehen, wenn das da oben aufgebaut ist. Weil es bringt jetzt nichts, das hier schneller machen zu lassen. Dann würden wir schneller die gelben und blauen Roherze verbrauchen. Und dadurch noch schneller die. Ah, sehr schön. Die Mineral Sludge Vorräte leer saugen. Das bringt im Endeffekt gar nichts. Hier muss jetzt gebaut werden. Genau. Crusher habe ich vergessen. 1, 2, 3. Ja, viel zum Craften. Drei Crusher unten, ein Crusher oben und die Liquefier. Es wäre schön, wenn die Jungs. Warte. Fällt mir gerade ein, dass das, was ich gerade vorschlagen möchte, die Jungs sogar wirklich machen könnten. Ich bräuchte nur eine gelbe Kiste, die leider jetzt hier ganz unten drin ist. Kann man die irgendwie hochschieben? Geht das so? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Sachen reinwerfe. Ja, Unterirdische brauchen wir nicht. Kriegst du noch ein paar mehr Rohre da? Wir haben auch keine Knickrohre hier, das ist doof. Aber eigentlich müssten die Botbots doch jetzt anfangen und selbstständig da die Sachen abliefern, ja. Aber ich weiß nicht, wie gut man das noch auf YouTube sehen kann. Aber es wird ewig dauern, wenn die Jungs das da machen. Weil die müssen halt viel zu weit hin und her fliegen, um die Sachen abzutransportieren. Wenn ich das selber mache, beziehungsweise die Bots bei mir im Rucksack, dann müssen sie halt immer nur von mir da hin und her fliegen. Die Wege sind viel, viel kürzer. Das, ja. Ist halt schade. So war die halt absichtlich dabei, ne? Ja, gut, pack die wieder eine. Die müssen also aufgestuft werden. Gut, also es muss viel gecraftet werden. Wir brauchen noch mehr Rohre, vor allem Untergrundrohre. Wir brauchen noch mehr Fließbänder. Wir brauchen. Hier war die Tungstengeschichte, oder? Habe ich das schon? Ist übrigens schön überschaubar zusammengeschrumpft hier. Nicht Strand Casting, nein. Naja, gucken, was wir brauchen.
Copper Tungsten braucht, Powder Tungsten braucht, Advanced Tungsten Smelting 2. Und DDR. Das Advanced Tungsten Smelting habe ich auch nicht gesehen. Steel, Solder, Silver, Silicon, Tin. Ah, da unten. Du brauchst aber schon Goldkram. Moment mal, brauchen wir nicht das Koppertungsten, um die Goldschränke herzustellen? Aber wenn das hier Advanced Tungsten Smelting 2 ist, dann muss es ein Tungsten Smelting geben. Ne, ich guck mal ganz kurz, ob wir noch andere Varianten haben, Tungsten herzustellen. Also Tungsten Erz. Das hier ist. Ne, das weiterverarbeiten. So, wir können jetzt aus Tungsten und. Ist das Flusssäure? Aus dem Chlorwasserstoffgemisch und dem Tungstenerz können wir Calciumchlorid und Tungstic Acid machen. Und daraus dann Tungstickoxid. Und daraus dann Hexafluorid-Tungsten und daraus dann Powder-Tungsten und daraus dann das. Das ist ein doofer Weg. Ja, und das braucht halt die Tränke schon. Und das. Das ist anders. Nö. Also wir müssen wohl diesen Weg einmal gehen. Also 50 oder 50 mal 10 hoch x mal gehen. Bis wir halt 50 goldene Tränke haben. Und dann können wir das andere umsteigen. Wo sind meine Wegwerfzettel? Also, wir brauchen Hydrogenchlorid. Ich schaue mir jetzt nicht an, was die ganzen Sachen machen, die am Ende rauskommen. Also das Calciumchlorid und das Tungstic Acid. Die ganzen Abfallprodukte werden erstmal irgendwo eingelagert oder ne, gewollt oder was auch immer. Mir geht es nur darum, jetzt genug Tungsten herzustellen für 50 goldene Tränke. Okay, das heißt, Tungstenerz ist ganz im Westen vorhanden. Wir müssen nur diese Chlor-Wasserstoff-Gemische da hinbekommen. Bevor ich das allerdings tue, gehe ich nochmal nach oben, hole mir neue Steinziegel. Das waren nämlich anscheinend immer noch nicht genug. Und decke mich auch sonst mit Ressourcen ein. Die Autobahn-Fließbänder aussortieren. Sollte ich zwischendurch eigentlich auch machen. Momentan sind die wohl im Leerlauf, jetzt, wie ich sehe. Aber ich denke, wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich dann nur mit bei. Und immer wieder dahin gucken, das kostet viel zu viel Zeit. Ich würde schon ganz gerne in absehbarer Zukunft die Fabrik hier auch erstmal so laufen lassen und dann langsam anfangen mit der größeren Fabrik. Denn die hier reicht einfach nicht mehr für unsere Bedürfnisse. Also, wenn man sich die Sachen anguckt, die am Ende kommen, reicht das hier hinten und vorne nicht. Und auch wenn ich manche Sachen, wirklich nur manche Sachen, schon so aufgebaut habe, dass man sie erweitern kann, ist es halt nur im begrenzten Rahmen erweiterbar. Also hier, ne, ist auch schön ordentlich viel Platz für unser Verhältnis bisher. Ordentlich viel Platz auch freigelassen, um das Ganze erweiterbar zu halten. Aber das müsste eigentlich komplett nach Westen erweiterbar sein. Und die hier müssten komplett irgendwie, ne, auch erweiterbar sein. Das hat alles inzwischen seine Grenzen gefunden. Da war die Positionierung nicht optimal. Wobei meine Standardausrede ist, ich konnte es auch nicht besser machen, weil ich nicht genug Platz hatte. Beziehungsweise nicht genug Zeit einfach so off-camera verlaufen lassen wollte, indem einfach nur Landfill hergestellt wird. So ist es ein bisschen realistischer. Weil ich denke, es war auch nicht im Sinne des Mod-Autors, dass man die Map hier anfängt, ein Mini-Automatisierungsding aufbaut und dann 20 Stunden lang den Rechner laufen lässt, bis man genug Landfill hat und dann nochmal 20 Stunden den Rechner laufen lässt, bis man genug Solarpanels hat für unendlich viel Strom. Das ist, ja, nee.
Deswegen finde ich das mit dem momentanen System, mit wir bauen eine riesige Fabrikanlage auf, gucken dann die Fehler, die wir gemacht haben, gehen dann zur nächsten Fabrikanlage, die nächste MK-Stufe, machen es dann einen Ticken besser, bauen die nächste auf und so. Ne? Das ist schon schicker. So, meine Bots sind hier am Legen. Ich habe gerade nichts zum Craften. Also ungewöhnlich. Bauen wir ein paar davon. Die können noch raus. Zwei davon können raus. Eine Brasskiste mit GF. Da wollte ein Giro Wehrmann ein bisschen extravagant sein, ne? Na gut. Also, neue Fließbänder. Oh, nebenbei Augen offen halten nach. Grün da. Hydrogenchloridgas ist sogar über, wie es aussieht. Also wir haben davon... Oh, warte. Es kommt da raus, ne? Ah, es ist nicht gut. Hey, ich wollte das... Bitte zwei. Und das Eisen oder Stahlkisten? Stahlkisten. Zwei Stahlkisten bauen. Und da setzen, ja. Das sollte jetzt erstmal wieder so 50, 60 Folgen lang laufen können. Wobei ich da sogar die Tarnkisten nehmen könnte, sollte, wie auch immer. So, jetzt ist es auch sinniger, das abzuzwacken. Und das muss komplett, also es muss einfach weiter nach unten und dann weiter nach Westen. Aber hier sind schon viel zu viele Fließbänder und Rohre. Das heißt, wir gucken, ob wir das hier mal irgendwo rausbekommen. Oh ja, nice. Nicht gut. Da verbindet sich mit da irgendwas vielleicht. Das heißt, du gehst hier mal darum. Oh ja, das passt doch schön. Und jetzt stellt sich raus, dass wir das unten irgendwo auch schon haben. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber das hier ist einfach nur Chlor, ne? Und das ist Chlor mit komischem Gedöns. Ist irgendwo Wasserstoff in der Nähe? Ja, sonst hätten wir es vor Ort hier herstellen können. Ne, ist gut. Das heißt, das hier oben, was ich jetzt angefangen habe, war vielleicht gar nicht so ganz so schlecht, das zu machen. Wir müssen noch weiter, ne? Ja. Trotzdem das schon mal alles verbinden und ein paar Rohre von Hand herstellen. Hier haben wir nicht mehr ein Polsystem. Du. Du. Und dann nicht hier runterschicken. Das Ding. Darunter. Ja, und hier muss ich jetzt gucken, wo genau das hinkommt. Dich verfrachten wir erstmal wieder an den Rand. Da. Alles wird gut angeschlossen. Alles wird gut angeschlossen. Okay, wo wurde das jetzt hergestellt?
in einem Liquefier, die ich auch abholen wollte, oder Camel geplant. Das hier schön schnell 2,5 und da habe ich zufälligerweise auch welche dabei. Wobei das sind Zweier, ne? Und die sind auch 1,5, ist okay. So, das heißt, du kommst dann mal hier hin und stellst. Oh, hau, hau, ha. Ne, das ist Kupfer. Dunksnexelurid? Nein. Tungstic Acid. Genau. Da kriegst du jetzt deine Schwefelgrünse. Schwefelgedönse. Bis dahin. Und hier. Oh, blaue Ärmchen habe ich auch nicht. Also blaue Ärmchen, blaue Fließbänder. Den Rahmen hier wegschmeißen. Fabriken bräuchte ich bald auch neue. Titan bräuchte ich entsprechend auch. Ich mache mal eine kleine Einkaufsliste. Titan, alles blaue. ja, Kupfer, was kann ich nicht mehr. Liquefier. Rote Chips. Allgemein alle Chips, ne? Rote und grüne. Chips. Die Basic Electronic Boards bräuchten wir auch, aber ich denke mal, das war letzte Folge schon ein Problem, das wird sich nicht so schnell behoben haben. Das muss dann erstmal reichen. Da, du nimmst mal von zwei da nach zwei da. So, das wäre Schritt 1 in der Tungstenherstellung. Ich habe keine Ahnung, wo es hinführen wird. Naja, doch, ich weiß, wo es hinführen wird, aber was da alles noch für Probleme hinzukommen. Wir haben jetzt einmal hier Calciumchlorid, das mit Kobalthydroxid verarbeitet werden müsste. Kobalthydroxid bekommen wir aus Kobaltpellets. Kobaltpellets bekommen wir aus Processed Kobalt und das bekommen wir aus Kobaltore. Heißt, wir könnten, sollten, müssten, dürften Kobalt von hier mit noch einem Ärmchen aus der Kiste da rausnehmen. Oder von hier direkt rausnehmen. Hier rausnehmen, hier irgendwie diese mehreren Schritte machen und dann was kommt da am Ende raus? Hä? Stopp. Also Kobalthydroxid kommt aus den Kobaltpellets, die Kobaltpellets kommen aus dem Process Kobalt und so weiter, ist okay. Und aus dem Kobaltoxid mit Lithium, was wir noch nicht haben, kommt Lithium-Kobaltoxid und daraus kommen Lithium-Batterien. Das klingt wichtig. Aber wir haben kein Lithium. Das ist alles? Wir haben Lithium, okay. Ich wusste nicht, wie Lithium hergestellt wird. Oder was es überhaupt ist in real life. Aber es hörte sich wichtiger an. Irgendwie techig hörte sich das an. Deswegen dachte ich nicht, dass wir es einfach so herstellen können. Wir brauchen nur eine Braunalgenfabrik. Und aus den Braunalgen brennen wir dann anscheinend Lithiumchlorid. Irgendwo hier mit dem Kobaltoxid zusammen, also Kobalt von dem Zwischenschritt hier über einen anderen Weg,
die wir bisher nicht benutzt haben. Mit diesen komischen Metall-Pellets, die aussehen wie die Charcoal-Pellets. Unseren Hauptbrennstoff gerade. Nur halt Metall statt Kohle. Die weiterverarbeitet zum Kobaltoxid, Lithiumkobaltoxid und